Oftmals denkt man ja, das hier ist richtig viel Holz, aber im heutigen Video will ich euch mal zeigen, was das hier am Schluss ergibt. Denn ich will 80 Flaschenöffner-Rohlinge machen, aus denen man Flaschenöffner halt eben drechseln kann. Denn am kommenden Wochenende werde ich mal wie jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt Flaschenöffner vor Ort drechseln, um halt eben so ein bisschen Werbung für meinen Drechselkurs zu machen. Deswegen werde ich dieses ganze Holz zu Rohlingen schneiden. Das hier ist alles richtig tolles Holz. Wir haben hier eine riesige Bohle von einem ehemaligen Kirschbaum. Hier haben wir auch noch ein bisschen Wildkirsche. Das hier ist, glaube ich, Sauerkirsche. Und drunter haben wir ein bisschen gestockte Eiche und noch ein Stückchen Kirsche und hinten noch ein kleines Stück Buche. Ich will mit dem Video heute mal zeigen, dass das eigentlich gar nicht so viel Holz ist, denn wir werden hier viele Risse vorfinden und viele Teile, die wir halt eben nicht gut benutzen können. Weil gerade beim Drechseln muss man so ein bisschen aufpassen, dass die Teile keine Risse haben und die mir halt eben nicht aus der Drechselbank rausfliegen. Also, im heutigen Video werden wir mal ganz entspannt das Holz hier herrichten. Da seht ihr auch einfach mal so ein bisschen, was da halt eben alles weggeht. Parallel dazu muss ich noch ein paar Schneidebretter lasern. Ich denke, das werden wir so parallel machen, aber grundsätzlich werden wir heute das hier zu kleinen Kanteln herrichten. Ziemlich abgefahren. Übrigens, das Holz hier habe ich selbst noch mit der Motorsäge geschnitten. Als erstes müssen wir natürlich diesen großen Brocken, das ist der, der auch am meisten Arbeit machen wird, den müssen wir als erstes mal in der Mitte teilen. Weil so können wir natürlich nicht hobeln, außer dass wir halt eben sehr, sehr viel Material so wirklich verschwenden würden. Deswegen teilen wir das Teil einmal in der Mitte, dann ist es auch später nicht mehr so schwer, das Teil über die Tischkreissäge zu schieben. Hoppala, was ein massiver Zeitsprung. Hier seht ihr als mal so eine kleine Preview, was bald noch kommen wird. Das ist eine wunderschöne Pendelsäge, die werde ich euch am Schluss vom Video noch kurz zeigen. Deswegen bleibt unbedingt am Video dran. Ich möchte dir an dieser Stelle aber noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen, und zwar ist das Blinkist. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was ist Blinkist? Ich werde es euch kurz vorstellen. Blinkist bringt die Kernaussagen von mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf dein Smartphone. In nur 15 Minuten pro Titel erschließt du dir so große Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für dein Leben und deine persönliche Entwicklung. Bei Blinkist geht es nicht ums Lernen, sondern ums Verstehen. Das Jahr hat ja erst begonnen und bei Blinkist gibt es das Motto, werde, der du sein willst in 2023. Vielleicht hast du Nachwuchs bekommen, möchtest hier Wissen sammeln, vielleicht möchtest du ein besserer Teamplayer werden oder du möchtest einfach in dem Punkt besser werden, in dem du es halt eben willst. Und bei Blinkist findest du hier die passenden Informationen kurz und bündig zusammengefasst. Auf Blinkist durchstöbere ich die verschiedensten Kategorien. Das sind zum Beispiel Punkte, die meine Firma betreffen. Da bilde ich mich sehr, sehr gerne weiter, aber da habe ich auch einfach die Möglichkeit, durch die vielen verschiedenen Kategorien, dass ich auch einfach mal themenüberschreitende Punkte mir einfach mal anhöre und da wieder ein bisschen was dazulerne. Das sind zum Beispiel Themen, für die ich meistens keine Zeit habe, weil ich halt eben andere Dinge davor schieben muss. Aber durch Blinkist habe ich einfach die Möglichkeit, auch einfach mal kurz zusammengebündelt die Kernaussagen eines ganzen Buches mir während der Arbeit zeitsparend anzuhören. In den letzten Wochen und Monaten arbeite ich an vielen verschiedenen Projekten und da ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig, nicht im Perfektionismus zu landen und halt eben alles auf die lange Bank zu schieben. Da hat mir dieses Buch hier wirklich sehr, sehr gut gefallen, denn da habe ich nochmal so ein bisschen für mich erkannt, dass das eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man Perfektionist ist, wie man es halt eben nehmen möchte, sondern eigentlich gut ist, denn dadurch treibt man halt oder man strebt weitere fertige Projekte an. Aber ich habe auch wieder so ein bisschen gelernt, damit umzugehen, dass man halt eben manche Dinge einfach mal beenden muss. Wie gesagt, cooles Buch, kann ich euch empfehlen. Scheiß auf, perfekt. Es gibt bei Blinkist eine Funktion, die neu ist und die nennt sich Blinkist Connect. Das bedeutet, du kannst jemanden auswählen, den du halt eben möchtest und wenn die Einladung angenommen wird, dann kann die Person ein zweites Konto eröffnen und kann diesen Premium-Plan eben auch kostenlos und vollständig nutzen. Wie gesagt, ohne diese Mehrkosten. Das bedeutet, zwei Personen können über einen Premium-Plan über die Funktion Blinkist Connect, Blinkist halt eben benutzen. Dich hat das Ganze neugierig gemacht, dann schau unbedingt in die Videobeschreibung. Da habe ich nämlich einen Link für dich. Über diesen Link bekommst du 25% auf den Premium-Plan und außerdem kannst du das noch eine Woche kostenlos testen. Einfach ein tolles Gefühl. Bevor wir schneiden können, müssen wir aber erst noch mal Tüten unten an die Absaugung machen, weil da keine drunter sind. Ich zeige euch mal, wie viele Späne ich derzeit habe. Drei riesige Tüten voller Hobelspäne, weil ich ja derzeit eine Mini-YouTube-Dokumentation mache über Schneidebretter, dass man die verkauft. Das sind drei große Tüten an Spänen, aber die kann ich derzeit nicht verpressen, weil ich meine oder weil meine Brikettpresse kaputt gegangen ist. Ganz, ganz bitter. Thank you.
So, als nächstes kommen wir zu einem Geheimtipp, und zwar ist das flüssiges Gleitmittel, weil man das halt auch einfach auftragen kann, während die Maschine noch läuft. Gerade bei der dicken Hobelmaschine habe ich ja öfters Probleme gehabt, dass das Holz dann irgendwann so ab einer gewissen Menge, wenn man wirklich viel hobelt, nicht mehr durchgezogen wurde. Und wenn man das hier alle paar Meter wirklich da mal aufträgt oder halt einfach während der laufenden Maschine aufsprüht, dann funktioniert es besser. Probiert es unbedingt aus. Vor allem habt ihr dann so ein schönes Fläschchen wie im Friseursalon. So, erstmal anmachen, weil die braucht eh bis hier. Jetzt kommt der Schnitt, wo man ein bisschen aufpassen müsse, soll aber auch kein großes Problem sein, wenn man aufpasst. Und zwar die große Klötze schneidet man jetzt direkt zu. Ihr habt es gerade gesehen, eine Tischkreissäge ist ganz schön gefährlich, vor allem wenn man keinen Spaltkeil drin hat. Dieser hat nämlich gerade einen schweren Arbeitsunfall verhindert. Was das Thema Sicherheit angeht, werde ich mich später noch ein bisschen ansprechen, weil das ist nämlich genau das Teil, worum es mir eigentlich schon die ganze Zeit geht. Das werden wir jetzt aber weiter aufschneiden. Und dieses verfickte Stück Holz, das gibt es doch nicht. Malaka, komm raus, du Wichser. So, was ist es denn alles geworden? Alles Flaschenöffner-Rohlinge, mit denen man halt eben an der Drechselbank Flaschenöffner drechseln kann. Und ich denke, viele von euch hätten nicht erwartet, dass dieses viele Holz nur diese paar Rohlinge ergibt. Und dazu muss ich euch gestehen, ich habe noch ein, zwei Stück in der Werkstatt gefunden, wo ich dann sagen würde, okay, dass der komplette Stapel von dem Holz, was ich euch am Anfang gezeigt habe, gar nicht dazugehört so wirklich. Also dieses ganze Holz hier haben wir als fertige Rohlinge rausbekommen, aus der großen Menge, die wir am Anfang gesehen haben. Wahrscheinlich denken viele nicht, dass so viel Verschnitt tatsächlich anfällt. Und ich habe es ja eben schon angesprochen, Thema Sicherheit bei diesen spezielleren Hölzern, die so diese großen Formate haben. Und da ist mir jetzt schon eine Sache öfters aufgefallen. Ich sag's euch mal. Und zwar sind es ja hier diese großen Kanteln gewesen, die ich jetzt aufgetrennt habe. Die sind relativ kurz und bei normaler kammergetrockneter Ware hatte ich bis dato noch nie so extreme Klemme. Ihr habt es eben einmal gesehen und das Ganze ist noch viermal passiert. Ich werde in Zukunft noch ein bisschen was an der Formatkreissäge ändern, damit man das sicherer zuschneiden kann, keine Frage. Aber bei diesem selbst zugeschnittenen Holz, in diesen Formaten speziell, habe ich so extreme Spannungen im Holz, das habe ich bei kammergetrockneter Ware so noch nie festgestellt.
die Schreiner unter euch, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie das bei euch so erfahrungsgemäß ist. Aber Holz, was rein an der Luft getrocknet ist, ist bei mir erfahrungsgemäß oft öfters mit Spannung versetzt als kammergetrocknete Ware. Man sagt ja eigentlich hier Holz, was im Freien getrocknet ist, da ist diese Spannung nicht so da, weil es langsamer trocknen konnte. Aber bei mir habe ich immer extreme Spannung im Holz. Deswegen benutze ich solches Holz mittlerweile nicht mehr so gerne, weil halt einfach die Gefahr in meinen Augen extrem steigt. Und dazu ist es auch sehr, sehr viel Arbeit, sowas herzustellen. Wenn man einen Stamm hat, keine Frage, wird er weiterhin aufgetrennt. Aber nur Holz selbst auftrennen, gefällt mir jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil ihr es gesehen habt, weil da halt eben einfach auch eine große Gefahr lauert in dem vermeintlich günstigen Holz, was dann aber vielleicht einem entgegenkommt und man dann mehrere Tage außer Gefecht ist, wenn man dann gar nicht mehr arbeiten kann. Wir werden jetzt noch einmal hier an einer Kursdrechselbank fix einen Flaschenöffner drechseln, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Und da zeige ich euch auch speziell was zum Schleifen, wie ich das mittlerweile schleife, dass ihr ein wirklich sehr, sehr gutes Oberflächenbild sehr einfach erzielen könnt. Also wir werden mal ein Stück Holz nehmen, werden das einspannen und werden dann einen schönen Flaschenöffner draus drehen. Ich habe hier die Mantel aufgespannt. Wir haben hier einen schönen Rohling, den wir eben zugeschnitten haben. Und den können wir jetzt erstmal aufspannen. Thema Schleifen. Wir haben jetzt hier eine gut gedrechselte Oberfläche und die werden wir als erstes von Hand schleifen und dann werde ich meinen Schleifgriff nutzen. Den findet ihr auch im Shop. Der müsste derzeit noch reduziert sein. Schaut dazu bitte auf die Videobeschreibung. Und da werden wir das Ganze als erstes mit 120 schleifen und danach mit dem Schleifteller mit 180 und danach mit 400. Und dann seht ihr mal, wie die Oberfläche danach aussieht. Ich kann jetzt hier einfach den Griff wechseln. Zu 180, genau, und damit schleife ich jetzt einfach den gesamten Griff. Ich drehe jetzt auch die Drehrichtung, damit wir in beide Richtungen das Ganze schleifen, weil wegen diesem großen Splintanteil ist das hier von Vorteil. Aber alles mit dem Schleifgriff jetzt. Jetzt tausche ich den kompletten Kopf. Und schleife auch jetzt in der Drehrichtung einmal das Material. Und ihr seht, der Schleifteller muss sich immer drehen, weil dann schleifen wir schräg und nicht geradlinig. Jetzt drehe ich noch einmal die Drehrichtung, schleife noch einmal in die andere Richtung. Und so können wir halt eben ein sehr gutes Oberflächenfinish erzielen. Und das war es schon, was die Schleifarbeit angeht. Die Oberfläche sieht jetzt schon wirklich sehr, sehr schön aus, aber das können wir natürlich noch verbessern, indem wir einfach ein bisschen was von dem Konterholz-Holzfinish nehmen, tragen das zunächst von Hand auf. Das reicht doch schon und dann schalten wir die Maschine ein und polieren das einmal kurz ein. Danach mit einem trockenen Lappen nachgehen. Und das war's dann auch schon. Jetzt können wir den einfach abschrauben. Und können diesen Griff aufschrauben. Die Bausätze findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, die sind von mir. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, aber hier sehen wir keinerlei Schleifspuren. Hier habe ich das Ganze sogar bis zur Körnung 400 geschliffen mit mehreren Zwischenschleifgängen, auch in zwei Schleifrichtungen. Und hier sehen wir weiterhin so ein paar Schleifspuren. Hier sehen wir die halt eben nicht mehr, weil wir diese Schleifspuren so ein bisschen in die Schräge auch gebracht haben und so fallen die halt eben gerade nicht mehr auf und es funktioniert viel, viel schneller mit dem Schleifgriff und das wollte ich euch einmal kurz zeigen. So könnt ihr euch einen schönen Flaschenöffner drechseln und ihr habt gesehen, wie schnell das geht, da kann man auch schön ein paar für Weihnachten drechseln, man hat Spaß, um sie halt eben anschließend zu verschenken. Aber mit dem Schleifgriff macht das Schleifen mittlerweile auch tatsächlich wieder Spaß. Also Leute, ich brauche jetzt ein bisschen was von euch und zwar will ich ein bisschen Feedback, wie euch das Ganze gefällt. Mir persönlich gefällt es auch heutzutage immer wieder sehr, wenn ich große alte Maschinen sehe, wie die halt eben benutzt werden. Tatsächlich ist die Arbeit ja immer relativ ähnlich. Man richtet etwas ab und hobelt etwas auf die Dicke, aber dennoch gefällt mir diese Arbeit immer wieder sehr und auch ich schaue mir das Ganze sehr, sehr gerne an. Deswegen will ich von euch mal wissen, ob euch sowas noch in Zukunft gefällt, wenn ich euch auch in Zukunft sowas immer mal wieder zeige mit verschiedenen Themenbereichen, wie jetzt zum Beispiel heute, wie man so ein bisschen Holz herrichtet und wie viel Holzverschnitt ist. Finde ich
dass das sehr, ich finde, dass das sehr, sehr interessant ist und ich will von euch wissen, ob euch das auch noch in Zukunft interessiert. Ich habe es euch ganz am Anfang vom Video versprochen. Jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke von der neuen Pendelsäge. Ich werde natürlich ein paar eigene Videos über die Maschine machen und was man mit der Maschine auch natürlich machen kann. Da gibt es nämlich auch eine Besonderheit, das werde ich dann in dem Video ansprechen. Hier ganz am Schluss nochmal die Info. In der Videobeschreibung findet ihr ein paar Infos von Blinkist selbst, aber überzeugt euch selbst. Klickt unten auf den Link und da bekommt ihr weitere Informationen.